Infinity Ward. Fickt auf die Hater. 80er Vergnügungspark und David Hasselhoff. Yes! Leute, als ich den Trailer von neuen Spaceland Zombies gesehen habe, war ich unglaublich begeistert. Wer kann sich noch an Dead Rising 2 erinnern mit der legendären Uranus-Zone, die es damals als DLC gab? Mir ist es diesmal wirklich scheißegal, ob irgendwo was geklaut worden ist, die Ideen oder sonst irgendwas. Eins ist auf jeden Fall Fakt. Ich liebe verschissene Zombies. Ich liebe die verschissenen 80er. Und ich lieb's verdammt nochmal, Zombies in einem verschissenen Spaceland-Freizeitpark umzubringen. Ich werde jetzt mit euch mal gemeinsam den Trailer angucken, den neuen, den ihr hier im Hintergrund seht. Ich glaube, viele werden dann wahrscheinlich mit Sicherheit schon angeguckt haben. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen noch meinen Senf dazugeben hier zu diesem wunderschönen Setting, das sich Infinity Ward einfallen hat lassen. Und mir ist es scheißegal, was die Leute, denen es nicht gefällt, denken. Jeder hat Gott sei Dank seine eigene Meinung, aber wie gesagt, 80er Zombies Freizeitpark ist einfach Mr. Vinewoods Ding. Mich würde danach einfach mal interessieren, schreibt mal unten in die Kommentare rein, alle die auch auf Zombies stehen oder beziehungsweise auf dem Zombie-Modus bei Call of Duty, was ihr davon haltet, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt und bitte nicht einfach nur, nö, ist scheiße. Ich möchte einfach mal eine richtige, fundierte Meinung hören von jemandem und nicht einfach nur, nö, gefällt mir nicht. Was gefällt euch nicht dran? Wenn euch was gefällt, bitte möchte ich es auch wissen. Ich finde es auf jeden Fall, um es nochmal zu wiederholen, mega geil. Ich will eigentlich gar nicht so großartig auf die Details eingehen, weil, wie gesagt, man sieht es einfach im Hintergrund selber. Das Setting ist mega. Ich glaube, es gibt hier so eine Art Ghostbusters, keine Ahnung was, Phaser oder wie sich das Ding auch immer nennt. Es gibt auf jeden Fall Fahrgeschäfte, das sieht man auch in dem kleinen Ausschnitt noch mit, wo man hier, sage ich mal, mit der Achterbahn fahren kann und den Zombies richtig einheizen kann. Es gibt die Fallen, wie auch bei Dead Rising 2, wo man dann hier die Zombies mit dem Karussell töten kann. Hier sieht man es jetzt ganz schön, nochmal die Achterbahnfahrt, wo zwischendrin die Zombies dann explodieren. Dann gibt es jede Menge verrückte Waffen. Wie gesagt, das ist alles anlehnungsmäßig, alles ein bisschen Dead Rising. Aber das ist mir wirklich, ist mir scheißegal, weil Dead Rising auch ein mega geiles Spiel ist. Hab mir auch überlegt, dass ich mal jetzt die nächsten 2-3 Tage, glaube ich, mal so 2-3 Videos dazu machen werde und die Charaktere mal vorstellen werde. Ich habe auf der Seite von Infinity Ward was ganz Interessantes gelesen. Ich versuche das mal ein bisschen mit meinen schönen Englischkenntnissen ein bisschen für euch zu übersetzen, damit ihr auch versteht, was die Hintergrundgeschichte von den einzelnen Menschen ist. David Hasselhoff ist auf jeden Fall mit dabei. Es fehlt nur noch das Knight Rider Auto, dann wäre wirklich alles noch perfekt. Insgesamt, Leute, können wir uns, denke ich, wirklich, und da bin ich ziemlich sicher, grafisch und highlightmäßig wirklich auf ein richtig mega geiles Spiel einstellen. Und das ist für mich jetzt, sage ich mal so, dieser Trailer mit diesem Breakdancer und mit dem ganzen Zeug im Hintergrund, das ist für mich, was die Kreativität von diesen Spieleentwicklern ausmacht. Da scheiße ich drauf, ob Infinity Warfare selber die Kampagne im Weltraum spielt oder sonst irgendwas. Mit diesem Trailer, ab diesem Zeitpunkt, kann ich es nicht mehr erwarten, bis der verschissene 4. November ist, Leute. Der 4. verschissene November. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Wie gesagt, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, lasst mich es gern in den Kommentaren unten wissen. Ich freue mich auf jeden Fall, um es nochmal zu wiederholen, megamäßig drauf. Guckt einfach hin. Alleine dieser riesen Zombie, dieser große, ich flippe einfach aus. Leute, haut rein. Euer Mr. Vinewood. Danke fürs Einschalten. Lasst vielleicht oder ein Like oder ein Abo da.